Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Tulin und müssen hier weiter diesem Pfad folgen. Dann sollen wir wohl auf Tulin zukommen. Zumindest wird das so gesagt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Oh. Zack. Und du auch noch. Zack. So. Dann haben wir schon mal die zwei Sachen. Autsch. So, zack. Nein! Ach, das habe ich gar nicht. Das. Oh Gott, das habe ich gar nicht gemerkt. Na, das ist ja ein toller Anfang. Das ist ja ein superklasse Anfang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einfach direkt reingestartet, einfach mal direkt tot. Läuft. Läuft bei uns einfach rückwärts. So, wo sind jetzt die anderen? Da. Hä? Wieso sind die denn so strong? Verstehe ich da gerade irgendwas nicht, oder? Hä? Das ist einfach das zweite Mal. Was denn jetzt hier los? Leute. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ganz merkwürdige Sache. Der one-shottet mich? Was ist denn jetzt hier los? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wieso... What? Okay, Leute, also da weiß ich ja... Hä? Was ist denn da jetzt gerade los? So, wir müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren hier. So. Okay, jetzt kommen die ja von da, richtig? So. Das kann doch nicht wahr sein.
Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da jetzt gerade los? Boah. Der ist ja unglaublich strong. Wieso werde ich denn von dem geone-shottet? Also, das ist ja der. Also, das ist ja der schlimmste Start, den ich jemals hatte gerade. Das ist ja unfassbar. Also, really jetzt, das ist ja ganz schlimm. Das ist ja eine ganz schlimme Situation gerade. Nimm die Eisfrucht. So, okay. Okay, so, also, wir machen mal jetzt, ich nehme mal hier ein bisschen Proviant. Finally. Leute, wir haben es geschafft. Eisvogelschwert. Ein zweischneidiges Schwert des Orni-Volkes mit zerfressener Klinge. Es erzeugt mit jedem Angriff einen starken Windstoß. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Also das war ja der super Wahnsinn gerade. Also das war ja gerade wirklich der super Wahnsinn. Oh. Sorry Leute, da muss ich einmal ganz kurz niesen. So. Den legen wir jetzt mal auf den Boden, damit wir das Eisvogelschwert mitnehmen können nochmal. So. Was gibt's denn hier sonst noch so Feines in deren kleinen, klitzekleinen Lager? Nichts weiter. Okay, na gut, dann laufen wir doch weiter hier den Berg hoch. War sehr gespannt, ob wir Tulin finden. Beziehungsweise wie weit denn der Kollege wirklich entfernt ist. Und was wir machen werden, ist jetzt hier einmal ganz kurz speichern. Nicht, dass wir den Kram gleich nochmal machen dürfen. Das wäre ja der super Wahnsinn. Das wäre nämlich sehr ärgerlich, würde ich mal sagen. Oh, da ist was. Ist das die Höhle hier schon? Zu der wir sollen? Entdeckt Höhle der Hebra Südspitze. Das hat sich gelohnt. Oh, ich bin beeindruckt, dass du trotz des Schneesturms draußen an einen Ort wie diesen gekommen bist. Wir Orni kommen häufig zu dieser Höhle, um Essensvorräte zu besorgen. Aber du, warum bist du hier? Verstehe, auf der Suche nach Tulin. Aha. Tja, Tulin ist mit Gesane tiefer in die Höhle vorgedrungen, um Essensvorräte zu sammeln. Ich kann dir den Weg leider nicht zeigen, da ich hier auf unsere bisherige Ausbeute aufpassen muss. In der Höhle haust allerdings eine Kreatur, die an den Wänden entlang hüpft. Sei also vorsichtig, wenn du auf deiner Suche nach Tulin tiefer hineingehst. Ich glaube aber nicht, dass sie dir etwas tut, solange du dich von ihr fernhältst. Okay. Laufen wir doch mal hier weiter kurz. Dann laufen wir doch mal hier weiter und gucken mal kurz, wo wir hinkommen.
Ja, hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Oh, sehr schick. Zack. Mach mal hier das kaputte Zeug. Bernstein. Nett. Nett, ein bisschen Bernstein. Und was haben wir hier? Leuchtstein, ein geheimnisvolles Mineral, das im Dunkeln leuchtet. Manche sagen, es beherberge die Seelen von Toten. Es lassen sich insbesondere Gewänder daraus anfertigen. Jetzt ist der Bogen durch. Haben wir ihn? Ja. Reiselanze. Horrorblinhorn. Okay. Leute, ich bin gleich wieder da. Ich muss einmal Nase schnauben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht's hier mit Zelda. Ein Leuchtpilz haben wir noch hier. Und dann machen wir mal hier den Leuchtstein hier noch weiter mit nehmen. Holzpfeil nehmen wir gerne mit. Oh, was ist denn hier? Oh, ist hier das, ist hier auch ein Lager? Frostforelle, blaue Forelle, die kaltes Wasser mag. Ihre Haut enthält kühlende Partikel und als Kochzutat steigert sie die Widerstandsfähigkeit gegen Wüstenhitze. So. Dann haben wir das jetzt hier schon mal. Magst du wieder rausgehen, Link? Dankeschön. So. Dann haben wir schon mal die Fischis alle eingesammelt. So, die Frage ist ja jetzt, haben wir noch diese Tannenzapfen? Ja, haben wir. Oh, ich muss schon wieder niesen. Was ist denn los? Einfach schon wieder am Kränkeln, der Djinn. Unfassbar. Okay, also, was haben wir denn? Wir haben hier Feuerstein. So, legen wir da mal ab. Deine Steinaxt ist zerbrochen. Okay, das passiert. Das passiert. So. Und jetzt kommen wir, jetzt packen wir mal hier wieder den Tannenzapfen drauf. Sind wir hier auf jeden Fall weiter hochgekommen. Jetzt hoffe ich mal, wir sind hier richtig. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir Tulin finden. Oh, hi. Okay. Hilfe. Hilfe, die hauen ja aber, die knüppeln ja gut rein. Sorry Leute, da muss ich ganz schnell los. Keine Ahnung, was mit euch ist. Dieser Tulin. Tulin, Tulin, was stelle ich nur mit dir an? Lässt die Nahrung, die wir für das Dorf gesammelt haben, einfach zurück und fliegt weg. Oh.
Na sowas, ein Helianer hier? Und auch noch bei diesem schrecklichen Sturmwetter? Ach so, du wolltest mit Tulin reden, ja? Leider habt ihr beide euch ganz knapp verpasst. Bedauere. Tulin und ich sollten hier nämlich nach Nahrung suchen, doch plötzlich flog vor dieser Höhle ein Schwarm Monster vorbei. Fliegende Untiere, genau wie jene, die in letzter Zeit mehr und mehr um das Dorf herum erscheinen. Ich wollte, dass wir sofort zurückfliegen und den anderen Bescheid sagen, aber Tulin hörte überhaupt nicht zu. Er meinte bloß, dass er ihnen gleich nachfliegen und ihr Nest finden wollte. Und tja, eine Sekunde später war er weg. Der Monsterschwarm flog in der Nähe der einsamen Zeder auf der Kaliberspitze nördlich des Höhleneingangs. Entschuldigt, da kam schon wieder ein Nieser. Bestimmt hat Tulin sich dorthin aufgemacht. Dass er sich so kopflos in Gefahr begeben muss. Tulin aus dem Dorf. Neuer Eintrag. Schauen wir uns mal ganz kurz an. In der Höhle der Hebra Südspitze hast du Tulin nicht angetroffen. Laut Gisane hat Tulin die Höhle in Richtung der einsamen Zeder auf der Kaliberspitze im Norden verlassen. Er soll alleine aufgebrochen sein, um einige Monster zu verfolgen. Na toll, Tulin. Das ist ein sogenannter Tulin-Gut. Versteht ihr wegen Tun nicht gut? Oh Mann. Ja, ich gelobe Bebesserung. Mit diesen Sprüchen. Es tut mir ja leid. So. Okay, hier sind wieder... Und hier steht der Kollege auf jeden Fall schon wieder. So, das bleibt mal da. So, komm, mal gucken, ob wir ihm helfen können. Sollte passen, ne? Hallo. Jetzt aber. Ah, du bist. Danke für deine Hilfe kürzlich. Ja, ich habe alle Hände voll zu tun. Er lernt es auch einfach nicht, ne? Naja. Lass doch einfach mal los. Ja, doch, das klappt schon. Oh Gott, jetzt ist das Ding gerade umgekippt. Ja, es steht von alleine. Toll, oder? Ja. Ach, überhaupt gar kein Problem. Genau. Montier das mal ordentlich fest und dann klappt das. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder hier als Dankeschön. Genau, schöne Rubine. Ja, wir sind auch hungrig. Scharfe Pilzreisbällchen. Lässt sich große Kälte aushalten. Reisbällchen aus Reis, der zusammen mit Pilzen gekocht wurde. Das Pilzaroma hüllt einen beim Essen regelrecht ein. Ach ja, eigentlich bin ich dir zu noch größerem Dank verpflichtet. Das hier stammt aus meiner ganz persönlichen Sammlung, aber du hast es dir verdient. Ein Qualmerling. Dieser Pilz sondert bei einem bestimmten Reiz eine dichte Wolke winzig kleiner Sporen ab. Aufgrund seiner Bitterkeit ist er ungenießbar. Jetzt kann ich endlich anderorts wieder Schilder aufstellen. Gut, dann bin ich mal weg. Alles klar, wir sehen uns... Natürlich später wieder. Oh Gott. Einfach gerade exploded. Huck.
Autsch. Moment, wir können das doch hier Synthese machen, ne? Nein. Zack, 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 zack. Hol dich einfach um, ne? Soldatenbogen. Ein mächtiger Bogen, der im Krieg eingesetzt wird. Er ist aus Holz, so... Ach so. Also pass in der Nähe von Feuer auf, dass er dich nicht verbrennt. Und eine Truhe. Schwalbenbogen. Ein verbreiteter Bogen beim Volk der Orni. Um ihn für den Luftkampf zu optimieren, wurde die Sehne so gestaltet, dass sie besonders schnell gespannt werden kann. Aha. Dann nehmen wir doch mal den, legen wir hin. Dann nehmen wir doch den Schwalbenbogen mit. So, jetzt ist ja nur die Frage, wo ist jetzt der Kollege nochmal hin? Tagebuch. Im Norden. Okay. Also da hoch. Alles klar. Dann gehen wir da nochmal hin. So. Ach du große Neune, was denn das? Du große Neune, was ist denn das? Hilfe. Moment, wir speichern mal und dann stellen wir uns den mal, ja? Wir versuchen es zumindest. Wir versuchen zu kämpfen. So, Proviant. Das war klasse. Oh Gott. Oh Gott, haben wir aber gut auf 12 bekommen. Ja. Nein, ich werde da einge... Oh, verdammt. Verdammt, das lief so gut, ne? Ah, es lief richtig gut. Ich finde, so mit mehreren ist das echt total schwierig zu kämpfen. Oder wie seht ihr das? Habt ihr da auch so Probleme? Wir können noch mal so eine Donner... Genau, so eine Donnerblume.
Nein! Oh, Mensch. Ah, ey, wir stellten uns aber auch echt an gerade, ne? Also, muss man mal ganz ehrlich sagen. Da stellen wir uns gerade wirklich, wirklich an. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, machen wir nochmal Donnerfrucht. Zack. Und nochmal. Und nochmal. Röstfrostling. Am offenen Feuer geröstet schmeckt der Frostling besser als roh und füllt Herzen auf. Oh, da haben wir es gleichzeitig geröstet, also. So, wir müssen mal ganz kurz in die Waffentasche gucken. Ne, machen wir hier den hier. Und dann machen wir auf jeden Fall mal die Heugabel auf dem Boden. Und nehmen den Felsbrockhammer mit. Und was haben wir hier noch? Bossbockhorn. Das Band an dem schwertförmigen Horn kennzeichnet einen Anführer. Als einer Waffe befestigt, steigert das Horn die Angriffskraft, dient auch der Medizinherstellung. Bossbockhauer. Dieser gewaltige Hauer kann die Angriffskraft von Pfeilen erhöhen oder zusammen mit Kleingetier zur Herstellung von Medizin verwendet werden. Sehr nice. So, jetzt ist ja nur die Frage. Der ist ja anscheinend... Gottes Willen, was bist du denn für ein... Kollege. Nein! Nein, 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 nein. Heißt das, wir müssen das jetzt von vorne machen? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, Leute, no. Gibt's doch gar nicht, es kann doch nicht wahr sein. Leute, wir kommen hier nicht raus. Oh Gott, wir sind einfach stuck. Das gibt es doch gar nicht. Wieso kommt denn da auf einmal ein Vieh raus? Oh, und warum ist das denn so stark? Warum hält das denn so viel aus? Ja, ich weiß, es ist auch dämlich von mir, damit der Blume dann, aber... Das ist einfach nicht schlau, ne? Ja, genau, den haben wir schon. Jetzt sind wir da weg und Feuer. Aber so ziehen wir dem auch nicht viel ab, ne? Muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Nein. So. Nein. Oh, haben wir es jetzt geschafft? Oh mein Gott, bitte. Bitte lasst es uns jetzt geschafft haben, bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. So, wir legen das jetzt hier schnell ab. Zack. Nehmen hier den ganzen Loot mit. Schnell. Echsalfos-Sporn. Der Sporn von Ellbogen eines Echsalfos. Dank seiner
Aerodynamik kann er die Angriffskraft von Pfeilen mehr als üblich erhöhen. Mit Kleingetier verarbeitet, ergibt er eine Medizin. Eichseilforshorn. Dem Kristall an der Spitze wohnt eine Macht inne, die Dinge gefrieren lassen kann. Nutze sie zu deinem Vorteil. Koche das Horn mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Ja, was haben wir hier? Eichseilforshorn-Schwanz. In diesem Eichseilforshorn-Schwanz ist die Kälte der Umgebung gespeichert. Als Waffen verlängert er deren Reichweite, ist aber auch als Medizinzutat nutzbar. Das hatten wir schon. Ja, das hatten wir auch schon. So. Und das erste, was wir jetzt tun, ist auf jeden Fall speichern. Oh Mann, ey. Was für eine schwierige Geburt, ey. Tut mir wirklich leid, Leute, dass das jetzt gerade so schwierig war für mich. Weiß auch nicht, was da genau los war jetzt. Oh, da oben sind wahrscheinlich die Kreaturen richtig. Man weiß es nicht genau. Na gut, ich würde mal sagen, wir bleiben jetzt genau hier stehen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn das eine super harte Fail-Runde war. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, morgen oder Abend. Köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.